Was ist Rentabilität? Ist wieder so eine tückische Frage. Sie kommt ganz harmlos daher, es sind nur drei Worte, aber man kann hier ins Schleudern kommen. Stellen wir uns vor, das fragt der Prüfer oder die Prüferin, fragt das in einer mündlichen Prüfung. Was ist denn eigentlich Rentabilität? Und es gibt zwei Möglichkeiten anzusetzen bei der Antwort. Einmal hier bei diesem Hilfsverb ist. Das heißt, man ersetzt das Hilfsverb durch ein anderes Verb, möglichst ein Vollverb. Bewirkt. Was bewirkt Rentabilität? Was macht Rentabilität? Wofür ist Rentabilität gut? Wie berechnet man Rentabilität? Ja, irgendetwas hier, ein anderes Verb ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man hier einen Trittstein sich baut, ja, so eine Art Synonym, um damit zum Inhalt zu kommen. Ja, wir müssen die Brücke bauen von dieser Frage zu dem Inhalt, den wir ja irgendwo wissen, aber hier die Brücke zu bauen, gerade in der mündlichen Prüfung, das fällt manchen Menschen unendlich schwer. Ich baue mir jetzt mal die Brücke und sage, Rentabilität ist die Antwort auf die Frage, oder ich verkürze, ist die Frage. Streng genommen ist die Antwort auf die Frage, ja, aber ich verkürze das hier, ist die Frage, lohnt sich das? Ja? Rentabilität ist die Frage, lohnt sich das? Wir sagen, ist das denn rentabel und meinen damit, lohnt sich das? Und was meinen wir genau, wenn wir sagen, lohnt sich das? Wir meinen, ob der Einsatz, den wir tätigen, etwas bringt. Also, die Frage, lohnt sich das, führt uns dann zur Berechnung. Und wie berechnet man Rentabilität? Ganz grundsätzlich jetzt, ohne auf Feinheiten einzugehen. Ja, Rentabilität bedeutet, dass man den Gewinn ins Verhältnis, also Bruchstrich mal 100, ne, den Gewinn ins Verhältnis setzt zum eingesetzten Kapital. Ja, und dann gibt es dann Feinheiten, ne? Es gibt dann eine Eigenkapitalrentabilität, dann setzt man den Gewinn ins Verhältnis zum Eigenkapital. Es gibt eine Gesamtkapitalrentabilität, da gibt es noch eine Feinheit hier im Zähler. Das will ich jetzt alles nicht vertiefen, ne? Ich will bei der grundsätzlichen Frage bleiben, was ist Rentabilität? Der Gewinn ist das, was herauskommt und das eingesetzte Kapital ist das, was man eingesetzt hat. Achtung, das ist eine sehr verkürzte Sichtweise, denn der Unternehmer hat ja nicht nur Kapital eingesetzt, der hat ja vor allem unendlich viel Zeit eingesetzt, Nerven eingesetzt, schlaflose Nächte vielleicht eingesetzt, weil er mal seine Rechnung nicht bezahlen konnte oder seine Angestellten verzögert bezahlen konnte und, und. Ja, also wenn wir sagen, hier eingesetztes Kapital, das, was wir einsetzen, dann ist das eine verkürzte Sichtweise. Ja, der Gewinn ist das, was herauskommt und im Nenner steht das, was wir eingesetzt haben. Ja, also man kann sagen, der Output, das ist der Gewinn, das, was herauskommt und hier der Input im Nenner, das eingesetzte Kapital als Verkürzung eines sehr viel komplexeren Sachverhaltes, nämlich Blut, Schweiß und Tränen des Unternehmers. So, und zurückkommend hier zu dieser Frage, lohnt sich das? Schauen wir jetzt. Wir haben etwas eingesetzt und da kommt etwas raus. Es kommt nur dann etwas raus, wenn hier im Zähler eine positive Größe steht. Stünde hier ein Verlust, heißt das sofort, wir haben überhaupt keine Rentabilität. Wir haben eine negative Rentabilität, ja, wenn man sowas sagen kann. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Zumindest im Moment noch nicht. Vielleicht ändert sich das hier im Zähler, aber im Moment, und das ist ja immer nur eine Momentbetrachtung, können wir sagen, wenn hier ein Verlust steht im Zähler, lohnt es sich zumindest im Moment nicht. Also, der Gewinn, der hier rauskommt im Zähler, wird in ein prozentuales Verhältnis gesetzt zum eingesetzten Kapital. Wenn das eingesetzte Kapital 100 sei, 100 Euro, und der Gewinn 8 Euro, dann haben wir
eine Rentabilität, nehmen wir an, das ist Eigenkapital hier, um es einfach zu halten, von 8%, 8 pro 100. Ja, und diese 8% könnten wir dann vergleichen mit dem, was man am Kapitalmarkt für eingesetztes Geld bekommt, ja, und, und. Ja, um diese Frage dann noch genauer zu beantworten. Es lohnt sich überhaupt nur, wenn die Größe hier im Zähler positiv ist, sonst lohnt es sich erstmal absolut gesehen nicht. Und dann, wenn die Größe hier positiv ist, müssen wir schauen, wie sehr lohnt es sich. Hier können ja 2, 3, 5, 6, 8, aber auch 12% rauskommen. Und dann ist das ist die Frage, wie sehr lohnt es sich? Aber die Frage, ob die Größe hier positiv oder negativ ist, beantwortet die Grundsatzfrage, ob es sich überhaupt lohnt, zumindest im Moment. Ja, das ist also Rentabilität. Was ist Rentabilität? Es ist die Antwort auf die Frage, lohnt sich das? Rentabilität wird berechnet, indem ich den Gewinn ins Verhältnis setze zum eingesetzten Kapital, das Ganze mal 100, und dann kriege ich einen Prozentwert raus, wenn ein Gewinn da ist. Wir können auch hier ansetzen und sagen, nun, Rentabilität wird berechnet, indem ich einen Bruchstrich ziehe mal 100 und den Gewinn ins Verhältnis setze zum eingesetzten Kapital. Auch das ist zunächst mal eine Antwort. Wir sagen, was ist Rentabilität? Und wir geben die Berechnung an. Auch das ist ja nicht falsch. Und dann könnten wir im nächsten Schritt, wir gucken kurz den Prüfer an, ist er zufrieden? Ja, oder meistens wird er nicken und dann setzen wir einfach fort und sagen, so, und wenn ich das jetzt interpretiere, dann kann ich sagen, zunächst einmal, ich habe nur dann überhaupt, kann ich von Rentabilität reden, wenn die Größe im Zähler, also der Gewinn, positiv ist. Wenn ich einen Verlust habe, dann kann ich schon mal sagen, es lohnt sich überhaupt nicht. So, und wenn also die Größe positiv ist, dann muss ich halt schauen, wie positiv. Das heißt, wie hoch ist der Prozentwert, den ich rausbekomme? Und den kann ich dann vergleichen, zum Beispiel mit der Branche, mit dem, was in der Branche erzielt wird, oder mit dem, was man auf dem Kapitalmarkt erzielen kann, auf dem man das Geld ja alternativ auch anlegen könnte. Ja, das sind alles Dinge, die man sich dann da dran stricken kann, wenn man die Struktur der Lösung vor Augen hat. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Da können Sie sich, glaube ich, viel Leid ersparen. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.